Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandy's Happy Place. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In diesem Video zeige ich euch noch zwei ganz schnelle Last-Minute-Adventsdeko-Ideen und zwar einmal als Gesteck und einmal als Kranz. Hier jetzt einfach mal aus meinem Dekozimmer ein paar Deko-Elemente zusammengestellt. Ich habe das jetzt auch noch nicht so dekoriert. Wir müssen mal schauen, was alles zusammenpasst. Ich habe es jetzt einfach mal farblich so zusammengestellt. Es ist natürlich jede Menge auf dem Tisch. Vermutlich werden wir nicht alles mit dazu dekorieren. Ich würde nachher einfach mal anfangen und dann sehen wir, was zu viel wird, was oder was noch fehlt. Dann habe ich hier noch ein paar Zweige und zwar Seidenkiefer habe ich da und noch von meiner japanischen Lerche habe ich eben noch ein paar Zweige geholt. Dann hier auf der anderen Seite seht ihr dann noch einen Fellkranz. Das würde ich dann mit grünen Kunstzweigen und eventuell noch Eukalyptus dekorieren. Und ich denke, dann können wir zwei ganz schnelle Adventsdeko-Ideen erstellen. Vielleicht habt ihr ja Lust, das doch kurzfristig noch nachzudekorieren. Schaut einfach zu. Ich zeige es euch jetzt gleich nochmal aus der Nähe, was ich hier so auf dem Tisch liegen habe. Dann seht ihr es besser. Und dann würden wir beginnen zu dekorieren. Hier habe ich ein paar getrocknete Hortensien. Das schauen wir mal. Da würde ich vielleicht nicht so viel dazu geben, aber einfach so zwischenrein. Ich finde, es sieht farblich ganz hübsch aus dazu. Hier habe ich noch ein Dekoband. Da machen wir vielleicht nachher eine Schleife oder stecken das so durch. Muss ich mal schauen. So ein kleines Dekovögelchen, einen Glitzerstern. Hier haben wir noch eine große Weihnachtskugel, auch etwas mit Glitzer. Dann geht es da weiter, da habe ich rosafarbene Kerzen, dazu noch rosafarbene Kugeln und hier eine wunderschöne Girlande. Hier habe ich noch ein paar Schnellaufhänger für Weihnachtsschmuck. Ja, dieses Gesteck hatte ich schon sehr häufig im Gebrauch. Ihr seht, es sieht nicht mehr ganz so schick aus, aber wir werden das Ganze jetzt schick machen. Und zwar würde ich mal anfangen mit diesen Seidenkiefer. Und zwar habe ich da schon ordentlich Draht außenrum gewickelt. Das heißt, wir können dann diese Zweige ganz gut durchstecken. Ich würde jetzt mal einen auf die Seite machen und den anderen, ich habe also zwei Stück, den anderen würde ich gerade mal so gegensätzlich dazu dekorieren bzw. dazu reinstecken, wieder unter diesen Draht. Das könnt ihr dann natürlich auch, wenn es ausgetrocknet ist, ganz gut wieder rausziehen. Dann würde ich mal weitermachen mit diesen Zweigen der japanischen Lerche. Da habe ich schon ein paar zurechtgeschnitten, vielleicht auch etwas zu lang. Schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich die auch einfach reinschieben. Natürlich wird es irgendwann auch nadeln, das ist ganz klar, weil wir jetzt auch keinen Steckschaum haben. Aber ganz ehrlich, dieser Steckschaum, ich sag mal, vielleicht hält das Ganze dann ein paar Tage länger. Aber ja, also ich mache es mal so und mal so, je nachdem. Und durch das, dass ich ja nachher auch diese Girlande mit dazu mache, könnt ihr jederzeit diese Zweige rausziehen und das Gesteck sieht dann immer noch schön aus. Das werdet ihr sehen. Das ist vielleicht doch auch so ein kleiner Trick, dass man sagt, man möchte am Anfang, möchte man doch ein bisschen Natur auf dem Tisch haben. Und nach ein paar Tagen, wenn es immer schön ist, kann man es dann einfach rausziehen und hat trotzdem noch durch die Girlande doch noch einen schönen Effekt in diesem schönen Gesteck. So, jetzt stecke ich hier mal jeweils noch mal einen dazu. Arg viel mehr würde ich, glaube ich, gar nicht machen, weil sonst wird es dann doch überladen und das wollen wir dann ja auch nicht. Das heißt, ich würde fast da drüben noch mal einen reinschieben und dann sieht es schon so ganz gut aus. Ja, das wird mir fast ein bisschen zu viel werden. Ah, vielleicht hier noch, weil der schön um die Ecke geht, dieser Zweig. Ja, so sieht es ganz gut aus. Dann würde ich mal weitermachen als nächstes mit dieser Girlande. Ihr seht, das ist eine wunderschöne Girlande, habe ich schon einige Jahre. Es gibt ja so viele unterschiedliche Girlanden mittlerweile, ob farblich oder wirklich mit den Bären dran, Silber, in Gold. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es einfach gerne, weil man kann wirklich so einfach schön dekorieren. So, ihr seht, es sieht jetzt nämlich wirklich schon schön aus und ich habe noch gar nicht so viel dekoriert, also
ging jetzt schon ziemlich schnell. Die Kerzen sehen auch nicht mehr so schön aus. Die habe ich auch letztes Jahr schon dekoriert. Ich würde jetzt einfach abwechseln. Das wird auch mein Adventsgesteck werden, was ich gerade mache. Nächstes Wochenende ist es ja dann soweit. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich einfach nochmal so eine Last-Minute-Deko für den Advent für euch, dass der eine oder andere, wo vielleicht überlegt, ach, ich mache vielleicht dieses Jahr gar keins, vielleicht habt ihr ja so wirklich auch so ein Rattan-Gesteck, wo ihr sagt, ah ja, sowas geht ja doch relativ zügig zum Nachdekorieren. Überlegt es euch einfach. Ich finde, es ist eine schnelle Idee. Jetzt habe ich hier ja diese getrocknete Hortensienblüten und die würde ich jetzt einfach mal dazu stecken. Oder dazu, ja. Also ihr seht, die haben ja alle noch einen kleinen Stiel dabei. Und die würde ich jetzt einfach mal so dazwischen stecken. Ist vielleicht jetzt nicht jedem sein Geschmack, muss man ja auch nicht machen. Aber ich finde es farblich sehr schön dazu. Und dann ist es doch ein bisschen Abwechslung auf diesem Gesteck. Da würde ich jetzt auf der Seite, habe ich jetzt hier zwei, dann machen wir auf die andere Seite auch nochmal zwei dazu. Und wie ich in meinen Videos immer erwähne, lasst das nicht unbeaufsichtigt stehen. Macht dann lieber noch eine Lichterkette außenrum, wenn ihr sagt, ihr wollt es auch abends noch schön haben, wenn ihr nicht mehr am Tisch seid. Aber es ist immer gefährlich, brennende Kerzen auf dem Tisch zu haben. Keine Frage, ich werde da auch immer wieder mal angeschrieben. Es ist ganz klar, ansonsten besteht immer noch die Möglichkeit, dass ihr LED-Kerzen drauf platziert. Ich habe mich jetzt einfach für diese echten Kerzen entschieden. So, dann machen wir mal weiter. Dann habe ich hier so ein süßes Vögelchen. Das würde ich einfach hier vorne ransetzen. Und diesen Stern, dann schauen wir mal, wo man den hier noch platzieren kann. Vielleicht können wir den auch einfach hier vorne reinstecken, so dass man dieses weiße Band nicht sieht. Das gefällt mir nämlich nicht dazu, wenn man hier noch was Weißes sieht. Aber das können wir auch ganz gut verstecken. Dann habe ich euch ja vorher diese Schnellaufhänger gezeigt. Da würde ich jetzt noch ein paar Weihnachtskugeln mit dazu setzen. Nicht zu viel, vielleicht reichen auch schon 3-4 Stück. Die habe ich mir also ganz aktuell gekauft, weil ich dieses zarte Rosa, ich hatte nur so ein kräftiges Rosa und es ist so ein zartes Rosa und ich möchte jetzt hier farblich einfach dabei bleiben und da jetzt nicht so viel unterschiedliches Rosa reinbringen. Und daher dachte ich mir, die passen ganz gut dazu. So, jetzt schauen wir mal. Ich würde jetzt auch mal vielleicht, gucken wir mal, was wir dazu nehmen. Oder dann habe ich noch die hier. Aber da muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir auch nicht. Ich entscheide mich einfach für diese Matte. Ich würde jetzt auch nicht abwechseln. Ich sage einfach, wir nehmen drei matte Kugeln. Also ihr seht, es muss einfach, ich sehe das jetzt, das gefällt mir nicht mit diesem vielen Glanz. Die glänzen auch schon. Da finde ich jetzt zur Abwechslung dieses Matte ganz schön. Und da würde ich jetzt einfach, ich sage jetzt mal, drei Kugeln mit dazusetzen. Für mich ist es einfach immer so wichtig, dass es harmonisch aussieht. Und ich finde, da kann man beim Dekorieren so viel falsch machen, dass wenn man eine Deko anguckt, dass man sagt, irgendwas passt mir hier nicht. Und so geht es mir dann halt auch. Ich halte das dazu, sehe, nein, das passt einfach nicht. Das macht dann diese Deko kaputt. Und deswegen, und auch in dieser Deko jetzt, ich habe die vorher nicht erstellt. Ich habe da einfach jetzt diese Sachen dazu gelegt, um zu schauen, was passt. Und ihr seht, ich habe mich jetzt für diese Kugeln entschieden und so gehe ich eigentlich auch immer eine Dekoration an, dass ich es dann halt auch wieder wegbaue, wenn es mir nicht gefällt, wenn es einfach nicht schön zusammenpasst. So, jetzt würde ich die andere noch mit dazu reinmachen. Da vorne ran, genau. Hier, die muss ich auch noch mit diesem Aufhänger befestigen oder reinschieben. Dann hat es doch ein bisschen mehr Halt. Und fliegt nicht so schnell raus. So sieht es bisher aus. Ja, jetzt habe ich ja noch dieses Band hier. Da muss ich mal schauen, wo ich das hier hinmache. Ich würde mal fast sagen, auf diese Seite. Jetzt machen wir mal das andere noch weg. Die andere große Kugel wird zu groß sein. Aber die kann man natürlich nachher mit dazu dekorieren auf dem Tisch. Mal, ob das dazu passt. So, die machen wir natürlich etwas schöner. So. Und jetzt schauen wir mal, dann würde ich es wahrscheinlich hier unten noch mit so einem Aufhänger ranmachen
Und dann sieht es ganz hübsch aus. Also ihr seht, ich habe jetzt nur einmal den Stern genommen, weil ich sage, dann wird es mir wieder zu langweilig. Hier der Stern, da der Stern, nur ein Vögelchen, hier die Schleife. Und so seht ihr, sieht es eigentlich auch interessant aus. Das kann man da hinten ganz gut durchschieben. Und dann hängen wir es hier einfach rein. Zupfen es noch mal ein bisschen zurecht. Drücken es noch ein bisschen runter, dass es nicht zu hoch kommt wegen der Kerze. Ja, und dann würde ich euch das gleich nochmal separat auf dem Tisch zeigen, dass das Ganze auch wirken kann und ihr euch das nochmal schön anschauen könnt. Jetzt hat das Gesteck auch noch einen Platz an der Sonne. Da scheint jetzt gerade schön die Sonne rein. So, jetzt zeige ich es euch hier nochmal. Die Kugel habe ich jetzt hier rechts hin platziert und dann würde ich es euch einfach nochmal kurz zeigen. Ihr seht, ich habe da jetzt noch eine Spitzentischdecke darunter gelegt. Dann würde ich mal mit der zweiten Adventsdeko weitermachen, mit diesem schönen Fellkranz. Hier ist dieser schöne Fellkranz, den habe ich auch schon in Weiß dekoriert, da gibt es ein separates Video dazu. Und da euch das so gut gefallen hat und ich auch diesen Kranz noch in meinem Dekoraum gefunden habe, dachte ich mir, ich zeige euch hier einfach noch eine Last-Minute-Idee. Und wie vorher schon erwähnt, würde ich diesen jetzt mit Grün dekorieren. Und zwar habe ich den Kranz auf eine Etagere gesetzt und würde ihn jetzt da drauf dekorieren. Ja, und zwar möchte ich den nicht ganz komplett künstlich dekorieren. Daher habe ich einen Eukalyptuszweig, allerdings ist der schon etwas trocken, aber ich finde, das stört nicht. Und den würde ich jetzt einfach mal so darunter legen. Und zwar seht ihr dann, da hängen dann die Zweige etwas raus und dann sieht es schön aus. Natürlich könnt ihr ringsrum, aber ich hatte jetzt nicht so viel davon. Ich habe jetzt einfach gedacht, auf einer Seite lasse ich es etwas runterhängen und würde dann weitermachen mit diesen künstlichen Zweigen. Und zwar farblich natürlich auch wieder sehr passend dazu. Und zwar könnt ihr die dann natürlich auch wieder hier zusammenknicken oder ihr schneidet es ab. Ich würde es jetzt einfach mal so dazusetzen. Und natürlich das Ganze auf der anderen Seite genauso. Und dann machen wir natürlich auch noch Kerzen dazu, die kommen dann auch noch drauf. Ich wollte es euch bloß mal farblich so zeigen, was ich geplant habe. Dann habe ich hier diesen wunderschönen Zapfen, auch wieder farblich passend. Und zwar würde ich da jetzt so ein Glas reinstellen und damit er Halt hat, setze ich den einfach verkehrt rum in die Mitte rein. So, als nächstes würde ich dann mit den Kerzen weitermachen. Da gibt es übrigens auch noch ein Video dazu mit einer Hortensien-Adventsdeko. Könnt ihr euch mal anschauen. Da habe ich auch diese Kerzen verwendet. So, dann werde ich diesen Kerzenhalter mit der Kerze hier reinstecken. Kommen jetzt nacheinander diese Kerzen drauf. Muss man mal immer schön schauen vom Abstand her. So, ich habe jetzt den Zapfen nochmal runtergenommen. Dann geht es so einfacher. Dann fliegt er mir nur vom Tisch. Weil man muss schon schauen, dass man diese Kerzen richtig feste reindrückt. Da habe ich noch eine Kerze, die hatte ich schon mal angezündet. So, das machen wir noch von der anderen Seite. Jetzt ist die Kerze auch befestigt. Jetzt machen wir in die Mitte wieder das Glas rein. Würde ich dann diesen Dekozapfen wieder da reinsetzen. Dann habe ich hier auch in diesem Farbton auch noch ein paar schöne Zapfen, die stelle ich jetzt einfach dazu, dann hat auch dieser andere noch mehr Halt. So, dann bin ich am Überlegen, ob ich noch ein bisschen was mit Gold dazu mache. Ihr seht, hier ist ja auch ein bisschen Gold dabei. Ich würde es wahrscheinlich hier reinstecken, das zeige ich euch natürlich gleich noch, wenn ich ihn drehe, dass ihr das seht. Und dann würde ich sagen, habt ihr doch einen Last-Minute-Adventskranz. Jetzt habe ich diese Etagere mit diesem Kranz einfach noch auf eine Tischdecke gesetzt und jetzt könnt ihr es euch nochmal anschauen. Also auch wieder eine ganz schnelle, einfache Dekoration. Klar braucht ihr ein paar Deko-Elemente dazu, das ist keine Frage,
aber vielleicht die Idee an sich, so einen Zapfen umgedreht auf ein Glas zu setzen mit ein paar Kunstzweige und vielleicht habt ihr ja irgendeinen anderen Kranz, wo ihr vielleicht auch Kerzen draufstecken könnt. Also das sollte jetzt einfach noch eine ganz schnelle Idee sein zur Adventszeit. Vor kurzem habe ich euch mal mitgenommen zum Weihnachtsdeko-Shopping. Da gibt es ein separates Video. Ich habe das auch mal abgefragt, ob ihr Lust habt, immer wieder mal so ein Video zu sehen. Ich werde natürlich jedes Mal jetzt, wenn ich Deko einkaufen gehe und ich meinen Kameramann dabei habe, werde ich euch ein Video dazu zeigen. Ansonsten werde ich natürlich auch immer wieder angeschrieben, wo ich die Deko-Elemente, Deko-Teile her habe. Ich verlinke euch immer wieder mal unten in der Beschreibung das eine oder andere Deko-Teil, was ich auch verwende. Schaut doch einfach mal die Links durch, ob ihr da was Passendes findet. Ja, und für die, die es noch nicht wissen, ihr findet mich auch noch auf Facebook, Instagram, TikTok und Pinterest. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal da vorbeizuschauen. Da gibt es natürlich von diesen Dekos auch immer wieder Bilder. Ja, ihr Lieben, dann ist mal wieder soweit, Tschüss zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Und schön wäre es natürlich, wenn ihr mir in den Kommentaren hinterlassen könnt, welche dieser zwei Deko-Ideen euch besser gefallen hat. Und natürlich über ein Like von euch würde ich mich auch sehr freuen. Und für diejenigen, die heute das erste Mal auf meinem Kanal waren und euch diese Deko gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo von euch freuen. Dann sage ich mal wieder Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Sandra.